Schönen guten Abend. Ich habe hier wohl das dickste Buch des Abends mitgebracht. Genau, mein Name ist Simone Finkenwirth. Und dieses ist so ein Buch, was mich quasi jetzt auf den letzten Meter dieses Jahres förmlich umgehauen hat. Es ist ein Wälzer und ich meide für gewöhnlich dicke Bücher, weil ich weiß, dass ich in der Zwischenzeit 2, 3 andere Bücher lesen könnte. Aber bei dieser jungen Dame habe ich eine Ausnahme gemacht. Lydia Sandgren ist eine schwedische Autorin. Die ist tatsächlich 32. Sie hat mit 22 Jahren angefangen, dieses Buch zu schreiben. Also 10 Jahre hat sie daran gearbeitet. Wurde dann in Schweden auch mit dem renommiertesten Literaturpreis ausgezeichnet. Und die Schweden, wir kennen sie ja, schreiben nicht nur gute Krimis, sondern auch Romane. Der stand dort in der Bestsellerliste und bekommt jetzt nach und nach viele neue Leseherzen dazu. Sie werden in der Presse noch nicht viel darüber gelesen haben, weil sich die Journalisten da erstmal durchkämpfen mussten. Um was geht es in dem Buch? Im Zentrum der Geschichte steht der Verleger Martin Berg. Er ist Anfang 50 und befindet sich in sowas wie einer Midlife-Crisis. Sein bester Freund Gustav hat sich von ihm distanziert. Sein Liebesleben ist nicht erwähnenswert und sein Verlag geht eher schlecht als recht. Er lebt mit seinem jüngsten Sohn Elis zusammen. Der macht auch gerade eine seltsame Metamorphose durch, entwickelt sich zu einer Art Dandy. Und seine Tochter Rakel studiert Psychologie, übrigens auch wie die Autorin. Die hat Psychologie studiert und kennt die Menschen wirklich richtig gut. Seiner Tochter Rakel gibt er jetzt allerdings ein Manuskript zur Überprüfung von einem deutschen Autor, bei dem er überlegt, ob er das dann verlegen wird oder nicht. Und während Rakel das Buch liest, ist sie ganz erschrocken, weil sie glaubt, in der Hauptfigur ihre Mutter wieder zu erkennen. Cecilia hat ihre Familie vor vielen Jahren einfach verlassen. Sie schwebt wie so ein Schatten durch diese Geschichte. Ab und an blitzt sie aber wieder auf, wenn sich nämlich unser Martin Berg in seine Vergangenheit flüchtet. Und die ist so, so spannend, weil er hatte seinen besten Freund Gustav und er, sie wollten gerne Künstler werden. Gustav malt sehr gerne und Martin schrieb schon immer für sein Leben gern. Martin hat Philosophie studiert, auch hier finden sich dementsprechend philosophische Ansätze wieder. Ich sehe die beiden zusammen mit Per immer noch in der Pariser Dachgeschosswohnung, denn dort haben sie für ein Jahr gelebt und wollten dieses Bohemleben, wie es damals in den 20er, 30er Jahren waren, auch mal wirklich erleben und fantastisch. Auch von mir kriegen Sie eine kleine Leseprobe, denn zwischen diesen kurzen Geschichten gibt es auch immer noch sogenannte Interviews von einem Branchenmagazin. Das Branchenmagazin interviewt Martin Berg zu Themen wie Literatur, Lesen und Bücher. So, Interviewer. Was hat dich an der Literatur gefesselt, Martin Berg? Es gehört wohl zu den Teenagerjahren, dass man sich woanders hin wünscht. Man will weg, ganz gleich wohin. Den nächstbesten Bus ins Ausland nehmen, aber man hat keine Kohle. Dafür am nächsten Dienstag eine Prüfung und so weiter. Aber eine Möglichkeit abzuhauen gibt es tatsächlich, indem man liest. Interviewer, also lesen als Wirklichkeitsflucht. Aber nicht allein das. Wenn du liest, bekommst du auch Zugang zu anderen Welten als deiner eigenen. Du kannst versuchsweise eine ehebrecherische russische Aristokratin sein oder ein versoffener Briefträger, der zu Prostituierten geht. Du kannst einem ausgeflippten Roadtrip quer durch die USA folgen. Du kannst alles Mögliche sein. Genau. Dieses gewaltige Buch ist besser als jede Netflix-Serie.
Und eine Hommage, Sie haben es schon gehört, ans Lesen, ans Schreiben, an die Bücher. Es erfrischt, es begeistert mich am meisten durch zahlreiche charmante Dialoge, kluge Dialoge. Lydia Sandgren schreibt, derart feinsinnig, unterhaltend und gleichzeitig ungemein tiefgründig. Und dabei mit einer unglaublichen Leichtigkeit. Es geht um große Themen wie Familie, Beziehungen, Kunst, Freundschaft, Erwachsenwerden, Niederlagen. Aber vor allem geht es ums Fallen und Wiederaufstehen und was ja jeder von uns kennt. Und dieses dicke Meisterwerk kostet nur 28 Euro. 874 Seiten ist doch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.